sich in einer Gesamtlänge von 37 Kilometern von den Quellen des großen Ginnen wollen wir unsere Reise durch Schlesien in Hirschberg, der alten Leineweg. Die Isargebirgsbahn, die das Schlesierhaus oberhalb des Melzergrundes. Mit 1605 Metern ist die Schneekoppe die höchste Erhebung des Riesengebirges. Herbheit. Ganze Holzschnitzer-Generationen wurden von seiner herausragenden Begabung und seinem Stil beeinflusst. In einer Senke zwischen dem das Riesengebirge im Osten begrenzenden Landeshuter Kamm und dem Waldenburger Bergland liegt Landeshut. Die alte Leineweberstadt war des Landes Hut, denn sie hütete die Passstraße nach Böhmen, die kürzeste Verbindung zwischen Breslau und Prag. Landeshut erhielt bereits im Jahre 1334 die Stadtrechte. Nach Eingemeindung der umliegenden Dörfer entwickelte sich Landeshut in den 30er Jahren zum größten Leinenproduktionsort Schlesiens. Die Leinenweberei wuchs im Laufe der Zeit zu einem der bedeutendsten Wirtschaftszweige Schlesiens heran. Ursprünglich kaufte der Weber den Rohstoff aus eigenen Mitteln von den Spinnern an und verkaufte die Fertigware an die Leinenkaufleute zum Bleichen und Apprettieren. Als sich später die sogenannten Garnhändler zwischen die Spinner und Weber schoben, führte das zur Verarmung der Weber. Verstärkt durch die rückläufige Konjunktur zu Beginn des 19. Jahrhunderts gipfelte diese Entwicklung schließlich in großen Hungersnöten. Zwischen Landeshut und Schönberg liegt, umrahmt von Feldern, Wiesen und Wäldern, das Kloster Grüssau. Gegründet wurde es bereits im Jahre 1242 als Benediktinerabtei. Im Jahre 1292 übernahmen Zisterzienser das Kloster. Unter dem rührigen Abt Bernhard Rosa begann 1662 Grüssaus goldenes Zeitalter. Schwungvoll ragen die beiden barocken Türme der Marienkirche in den Himmel. Sie entwickelte sich zu einer der wichtigsten Wallfahrtskirchen Schlesiens. Die von den Schlesiern verehrte Grüssauer in und um Waldenburg erstreckt sich das größte Industriegebiet Niederschlesiens. Neben dem Kohlebergbau das oberschlesische Industriegebiet war nach dem Ruhrgebiet das zweitgrößte Deutschlands. Die Anfänge des Bergbaus reichen zurück bis ins 13. Jahrhundert. In Oberschlesien wurde die erste Dampfmaschine aufgestellt und die ersten Kokshochöfen des europäischen Festlandes gebaut. Kurz vor der Jahrhundertwende war das oberschlesische Revier der größte Zinkerzeuger der Welt. Schon vor dem Ersten Weltkrieg förderte Oberschlesien in seinen 67 Gruben mit 44 Millionen Tonnen Steinkohle etwa ein Viertel der gesamten deutschen Produktion. Dazu kamen 995.000 Tonnen Roheisen, 170.000 Tonnen Zink und 45.000 Tonnen Blei. Das Industriegebiet gab knapp 300.000 Menschen Arbeit und Brot. Allein 175.000 Männer arbeiteten im Kohlenbergbau. Schlesischen Fabriken wie auch in Gebiete außerhalb Schlesiens.